Moin, ihr Sonnenscheine. Polizeigroßeinsatz in Berlin-Reinickendorf. Die Berliner Polizei ist am Mittwochmorgen in Reinickendorf im Großeinsatz gewesen. Nach RBB-Informationen ging es um den Verdacht des Sozialbetrugs im erheblichen Umfang. Die Polizei war demnach von 6 Uhr an mit etwa 100 Beamten im Einsatz, der ungefähr 2 Stunden dauerte. Überprüft wurden nach Recherchen einer RBB-Reporterin 3 Häuser, in denen insgesamt 100 Unternehmen gemeldet sein sollen. Dort sollen angeblich auch etwa 100 Kinder wohnen, für die vermutlich zu Unrecht Leistungen wie Kindergeld oder Kinderzuschläge bezogen wurden. Alexa, was sagst du dazu? Entschuldigung, was hast du gesagt? Hab nicht hingehört, hab wohl gerade vor mich hingeträumt. Ja, das machen unsere Politiker auch. Alexa, Wetter. In Berlin beträgt die Temperatur aktuell 16 Grad Celsius bei bewölktem Himmel. Der heutige Wetterbericht sagt Regenschauer voraus, mit einer Höchsttemperatur von 18 Grad und einer Tiefsttemperatur von 13 Grad. Alexa, Wetter für morgen. Morgen ist das Wetter in Berlin bewölkt mit Regenschauern sowie einer Höchsttemperatur von 19 Grad Celsius und einer Tiefsttemperatur von 15 Grad. Und Alexa, Spruch des Tages. Hier ist der Spruch des Tages für den 25. September von Delmore Schwarz. Zeit ist die Schule, in der wir lernen, Zeit ist das Feuer, in dem wir brennen. Sehr schön. Passt auf euch auf, kommt gesund durch den Irrsinn. Salü hier aus Berlin.